Beim Single-Leg RDL geht es jetzt auch darum, wieder über den Mittelfuß die Hüftstreckung einzuleiten und das Knie eben aus der Hüftstreckung rauszunehmen. Das ist eine koordinative Arbeit, die auf jeden Fall über langsame Durchführung hin erschlossen und generiert wird. Also startest am besten immer mit über dein Stemmbein. Das Knie schiebt erstmal so weit nach vorne, wie deine Ferse immer noch dominant stehen bleibt. Damit haben wir mehr Druck über den Mittelfuß und mehr Pronation. Der andere Fuß wird in Verlängerung der Ferse aufgestellt. Du hast eigentlich 90% auf dem vorderen Fuß. Von da aus gehst du mit der Hüfte nach hinten. So bist du Spannung in deinem Gesäß aufbaust. Wenn das der Fall ist, kannst du auch leicht in einem Beugemuster noch ein bisschen mehr in die Innenrotation rausgehen. Jetzt kommt's. Das Knie bleibt dominant vorne stehen und du öffnest jetzt nur die Hüfte und schiebst die Hüfte nach vorne, bis du neutral bist. Das Knie bleibt immer in dem Winkel, in dem es im Prinzip arbeiten soll. Okay? Hüfte nach hinten. Und dann über langsame Wiederholung in die Hüftstreckung und Spannung um Gesäß beibehalten. Von vorne sieht das Ganze so aus. Knie ist vorne, Fuß proniert Innenseite. Wenn du jetzt runter gehst, über den Hinge nach hinten, davon soll auch das gegenüberliegende Bein zum Standbein rein rotieren, um mehr Hüftinnenrotation hier zu erschließen, okay? Und dann darüber wieder arbeiten, dass die Hüfte nach vorne kommt. 10 bis 12 Wiederholungen, 3 Sekunden runter, unten in der Position 1 Sekunde halten und dann langsam über 3 Sekunden, Knie bleibt vorne, über Druck mit dem Fuß unten, die Hüfte leicht nach vorne strecken, ohne jetzt in die Überstreckung zu gehen. Viel Erfolg!